Hi Leute, weiter geht es bei Let's Play Thief Deadly Shadows. Wieder mal mit Garrett, wieder mal im blauen Reiher und wieder mal mit dieser Katze, die uns ja irgendwie fast hätte auffliegen lassen können. Wäre hier nur ein Mensch, aber ist er ja nicht. Und das ist auch gut so. Was wir dafür hier haben, ist ein formschönes Bild, was ich jetzt einfach mal zu Beginn der Folge ohne irgendeinen höheren Grund anschauen wollte. Es gibt ja auch übrigens Bilder im Spiel, die sehen Garrett ziemlich ähnlich. Das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass Lord Julian, hinter dem wir ja her sind, der hat ja was ganz Feines anscheinend, dass der in der Pfingstrosen-Suite residiert. Jo, und dann würde ich einfach mal sagen, da wir hier unten auch keine Beute mehr großartig haben und hier auch nicht her können, und die Fußstapfen hier, die blauen, ja auch ziemlich eindeutig sind, verlieren wir keine Zeit. Obwohl, wir können mal da oben gucken, was hier mit ist. Nee, können wir auch nicht nehmen. Gut, dann latschen wir mal hoch. Werfen Sie einen Blick auf Ihre Karte, um Lord Julians Zimmer zu finden. Jo, das können wir natürlich machen. Ich muss mal eben einen Moment, ich muss mal eben meinen Timer hier so hier hinquacken, dass das funktionuckelt. Irgendwie hat er heute ein paar Störgeräusche hier, die er einbaut. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ausrüstung, Karte. Ja, schauen wir mal eben. Rezeption waren wir, genau. Dann sind wir hier hinten hergegangen. Nee, Moment. Ich komme mit diesen Karten nicht zurecht, liebe Leute. Wir können das aber auch ohne Karte, denn wir sind Garrett. Ich meine, hallo. Wer braucht schon eine Karte heutzutage? Ja. Luxus, den man nicht braucht, finde ich. Jo. Das ist Beute, meine lieben Leute. Und das reimt sich wie sonst was. Daran erkennbar auch, dass das so funkelt, wie wir hier unten sehen. Nehmen wir mit. Da ist eine Tür, aber ich glaube, da ist ein Gitter vor. Oh, ey. Das Handy geht mir gerade auf die Nüsse. Ganz ehrlich. Scheiß Teil. Ich muss das mal eben hier... So, irgendwo muss ich mir das jetzt hinlegen, damit ich trotzdem sehe, dass der Timer irgendwann abgelaufen ist. So, ich hoffe, das geht jetzt so ein bisschen besser. Richtig, hier oben können wir nicht rein. Drücken Sie mit dem Rücken an der Wand. Ja. Auch etwas, was man, ja, nicht allzu oft macht eigentlich. Beziehungsweise man kann es, beziehungsweise, ja, was heißt, man kann es natürlich oft machen. Stößt sich aber auch von der Wand wieder ab wie sonst was, das gibt's ja gar nicht. Als wenn er voll angepisst von der Wand wäre. Garrett, ganz ruhig, Garrett, ganz ruhig. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, 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 ja. Jo, da sind wir also richtig. Leider wird sie von einem Posten bewacht, stand da. Jo, das ist echt nicht so ganz schön. Und das ist jetzt bei dieser Wache nicht unbedingt so, aber die reden auch ganz gerne mal was. Und das ist dann auch daher ein Let's Play, wo ich jetzt nicht ein Let's Talk rausmachen werde. Sprich, ich werde nicht jede Nanosekunde des Spiels labern, sondern euch auch mal die Atmosphäre genießen lassen, kann man sagen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und euch nicht beschwert. Ja. Should have been a soldier. Oh, that's some real action, that is. Not much choice, though. Schieß mal den mal da hinten rein. Very strange sound.
Jetzt schaut er da nämlich nach. Hallo? Tür zu. So, endlich. Das hätten wir geschafft. Jetzt haben wir schon 50%, okay. Ja, das ist jetzt keine Beute. Das sehen wir daran, dass das nicht funkelt. Aber ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn wir das nehmen würden. Er wird uns das auch nochmal gesagt, wie das ist. Und dann können wir das im Prinzip... ja, da wieder hinstellen. Oder aber auch, weil wir es können, stumpf auf den Boden fallen lassen. Das ist auch keine... Hier gibt es wieder was Neues, schauen wir mal. An manchen Tagen geht einfach alles schief. Lord Julian ist nicht in seinem Zimmer. Von seinem wertvollen Sammelbeutel fehlt auch jede Spur. Jo, jetzt müssen wir dann scheinbar einen Hinweis finden, wo der gute Lord Julian denn ist. Denn wir wollen uns den Sammelbeutel ja nicht entgehen lassen. Wir sind jetzt hier nicht umsonst hingekommen, meine ich jetzt mal so, ne? Das hier muss dann auf jeden Fall die sogenannte Pfingstrosen-Suite sein. Beute, was haben wir da? Okay. Mein Freund, hochgeschätzter Lord Julian. Ich erwarte euch heute Nacht im Lancaster-Zimmer und vertraue darauf, dass ihr euch ob des Risikos, das ich eingehe, großzügig erweisen werdet. Morris der Koch. Okay. His Lordship has gone for a walk. Can't have gone far. Würde ich jetzt auch mal sagen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Und dann verlieren wir auch keine Zeit. Schauen einfach mal nach. Du funkelst nicht, du bist keine Beute. Gut, ah, das ist Beute. Oh, da werden wir wen. Lancaster Zimmer. Mal kurz gucken, ob hier oben was ist, aber nö. Ihr hättet dieses, diesen Part übrigens um ein paar, ja, mit etwas mehr Pech nicht zu Gesicht bekommen können, da ich eben mein Glas aus Versehen umgeschüttet habe und fast meinen Laptop damit erwischt hätte. Okay, Lord Julian sitzt am Feuer und unterhält sich mit jemandem. Sein Beutel liegt neben ihm, joa. But what does he know? One of these days. Five picked men. My lord. Five picked men with me, and we cut our way through. He's your cousin, my lord. I won One the bet. Side, my citizen. Shaft was closer by a thumb's width. The bloodline of bull should rightfully be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard. And no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then we cut our way through. Five good men against 20. And my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now, she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it. You forget Lord Ember has another. I hear he guards it with his life. My lord? I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that bet, Morris. I won it. Ah! Someone's looking for trouble. Der war aber vorher nicht da. Das weiß ich. Ja, auch der vorsichtigste Dieb wird irgendwann entdeckt. Ja. Aha! I see you there. Weg, 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 weg. Ah, close ja, ja. One. But I've still got the goods. Oh, Hilfe. Mission beenden.
Nothing like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Ja. Neue Begebenheiten. Und was Garrett jetzt eigentlich so, ja, im Großen und Ganzen erzählt hat, das erzähle ich euch jetzt wiederum. Es gibt nichts Schöneres, als sich unter das Volk zu mischen, vor allem, wenn es sich lohnt. Der Sammelbeutel enthielt einen Bronzemedaillon mit dem Symbol eines Greifen. Viel interessanter als das Schmuckstück war aber ein Gespräch zwischen Lord Julian und dem Koch, das ich belauscht habe. Vor allem der Teil mit dem Opal und Lord Julians Plan, ihn zu stehlen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Wenn hier jemand den Opal stiehlt, dann ich. Ja. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Am besten zeige ich das Medaillon jetzt erstmal meinem Hehler. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Schließlich weiß der herzlose Perry immer Rat. Jo, der herzlose Perry. Den kennen wir ja auch schon vom Beginn dieses Tutorials, dieser ersten Mission, dieses ersten Einbruchs, wie immer ihr auch wollt. Und dann schauen wir einfach mal, was der Perry denn so zu sagen hat. Fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark, then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. A good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Yay, das klingt auch nach einer, ja, Menge Spannung. Und wir wollen uns den natürlich schnappen, bevor den irgendwer anders in seine Griffel kriegt. Jo, was da jetzt genau auf Deutsch stand, das werde ich euch das nächste Mal vorlesen. Da haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass Garrett zwar am Ende ja doch noch entdeckt wurde, aber dann doch fliehen konnte erfolgreich, was mich ziemlich freut, muss ich sagen. Und natürlich wie immer recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.